Hey, hallo, hallo, ich bekam gerade eine Nachricht und zwar, hey, wie bekomme ich mit dem Handy einen unscharfen Hintergrund zusammen? Ja, es geht vielleicht, als du denkst, voll coole Sache. Ja, hauptsächlich kennt man diese Fotos, also der Vordergrund unscharf, das Hauptmotiv oder das Objekt ist scharf und der Hintergrund ist unscharf, kennt man, ja, von der Spiegelreflexkamera, teure Objektive und so weiter, viel Hardware. Das Ganze funktioniert auch mit dem Handy. Ja, und zwar, was brauchst du dafür? Ein Objekt. Ich habe hier einfach eine Wasserflasche genommen. Die steht hier an einem Steg. Natürlich verwendest du dann dein Produkt dafür. Und wichtig ist jetzt dabei, dass du mit der Kamera möglichst nahe ans Objekt rangehst und der Hintergrund möglichst weit weg ist. Ja, und das ist das ganze Geheimnis. Ich kann jetzt gerade nicht die Kamera umschalten, aber ich blende dir das Foto ein. Hier. Ja. Und ich versuche sie auch im Selfie-Mode nahe ran, Hintergrund weit weg. Ich glaube es überhaupt nicht. Okay. Nächstes Geheimnis daran ist, die Selfie-Kameras, die in den Handys verbaut sind, sind qualitativ einfach ja, deutlich minderwertiger oder weniger dafür geeignet. Es ist eher die Frontkamera, also die auf der anderen Seite. Und wenn du mehrere Linsen hast, ist es meist auch nur eine. Und die ist eben dafür geeignet, um auch diese Tiefenschärfe zu simulieren. Ja. Was du noch machen kannst, ist den Porträtmodus aktivieren. Hat zum Beispiel das iPhone. Hier allerdings Achtung, die Freisteller sind nicht sonderlich optimal, funktionieren meistens bei geraden oder scharfkantigen Objekten. Dosen, Flaschen, keine Ahnung. Ja. Alles, was ein bisschen spezieller zum Freistellen ist, Kleidung, die irgendwie lose ist und so weiter, funktioniert das dann nicht mehr so gut, ja. Aber grundsätzlich Smartphone, unscharfer Hintergrund, ganz einfach, nahe ran ans Objekt und möglichst weit weg der Hintergrund, dann klappt das schon. In diesem Sinne viel Spaß beim Probieren. Ciao.